Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück auf den Kanal Erklärungsnot bei einer neuen Folge von Smash Legends auf dem besten Smash Legends Kanal Deutschland, Europa, weltweit. Ihr wisst, wie es ist. Ihr habt es euch gewünscht. Eine Folge ist schon online gekommen mit dem Duo Horle und meiner Wenigkeit. Heute gesellt sich noch Speedy dazu. Das Traum-Trio ist wieder am Start. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Grüßt euch. Was los? Hat Spaß gemacht. Tja, frohes Neues, ihr Schlüpferstürmer. Tja, ja, was soll man dazu sagen? Ihr habt es euch gewünscht. Wir, weiß ich nicht, ob wir es uns gewünscht haben, aber Spaß haben wir trotzdem. Nee, passt schon, Leute. Es macht richtig Laune und nach der ersten Folge nur im Duo, heute mal im Trio. Schnellkampf, Herrschaft und Schau. Wir schauen mal, was so geht. Wird auf jeden Fall schwieriger. Ja, Harladin meinte schon, auch weil da halt mehr Clans und so dann sind, ne? So, es könnte vielleicht ein bisschen nicht ganz so positiv werden wie die letzte Aufnahme, aber wir schauen mal. Ja, Harladin, nee, das wisst ihr doch. Und dann finden wir euch. Wir haben gegen Notch verloren. Ja, sagt euch wahrscheinlich was. Die noch Smash Legends aktiv spielen. Die haben uns dermaßen zerfickt, aber es ist eine Ausnahme mal. Ja. Da habe ich auch mal die Flair gewechselt, wir wollten ja Charakter wechseln, Flora hat eine Nui. Ja, Nui. Spielt ja hauptsächlich Ruffy oder... Peter. Denn bei Peter... Einkommen. Ja, Schäder. Peter. Da kommen alle Sprüche wieder raus, ja. Und die ist auch dieser gefährliche Charakter, haben wir jetzt mal dabei. Der Ding ist ja der... Rapunzel. So, nehmen wir doch die Bombe mit. Hier. Schön gemacht. Nix da, du kommst nicht rein. Tschüssi. Also, so. Ich treffe nicht mal mit meinem Schlag, das gibt's gar nicht. Holen wir mal Heilung. Sehr geil. Das stimmt mit dir einfach nicht. Ich will. Tschüss. Oh, den hast du mir aus dem Special rausgebolzt. Sorry. Wie traurig. Oh, da war so schön gekommen. Alles gut. Jawohl. Jawohl, Jungs. So will ich das sehen. Immer zu null. Oha. Komm, hast du nicht mal den Flair, du. Bist du nicht mal der Nummer 1 hier. Ja gut. Nee, mit der Nui war es damals schon gut. Das war immer... Der hast du ja so lange gewünscht, du. Wie lange du da gebettelt hast. Das wär's eigentlich geil. Jetzt hättest du kein Problem. Könntest einfach kaufen, ne? Mit Geld. Also mit Gold. Ja, das stimmt. Aber wie geil waren auch die... Also ich meine, wie cool waren denn das, ne? Wenn wir diese Aufnahmen hatten, wo wir immer so 50 Boxen plus Special Boxen und dann hast du jedes Mal so... Ah, oh, Speedy, jetzt kriegst du den Charakter. Nee, Harley, jetzt ziehst du ihn endlich. Und wenn... Dann hast du halt, was weiß ich... 4, 5 solche Openings gemacht und irgendwann hast du ihn gezogen und das war so ein Gefühl, so einfach, boah, geil, jetzt habe ich den Charakter und jetzt geht's richtig ab. Bei mir war immer das Gefühl dann so, oh scheiße, habe ich noch einen Charakter, dann muss ich wieder. Ja, jede Kiste, die du hattest, musst ja zum Beispiel, wo ich Robin Hood gezogen habe, hat mir so angekotzt oder das Ende. Da hatte ich die und dann ist ja automatisch, manche Kisten sind ja auf den sein Level gegangen. Da habe ich die gelevelt, wo ich das gar nicht wollte, diese elenden Penner. Das Entchen, Alter. Diese Spezialfähigkeiten für die gekriegt. Oh, da hab ich gefühlt. Daumen hoch, bitte. Daumen hoch für Entchen, Leute. Ey, komm, ab nach unten, Leute. Habt ihr mittlerweile kapiert, nach all den Jahren Smash Legends, dass da ist wirklich nur, also lass mal das an. Schön. Fast so schlimm wie der Robin Hood. Der war deutlich schlimmer. Ich wollte Bombe. Von dem rede ich doch. Ja, aber das Engine war natürlich besser als Robin Hood. Ja, gerade so. Schön vorgelegt, oder? Alice kommt rein. Manchmal frage ich mich, ob wir irgendwie Computergegner spielen oder was. Ja, der Unterschied ist manchmal so extrem, ne, wenn du so gegen so Clone-Leute spielst. Die hauen dir halt völlig, die karassieren dich total. Dann hast du solche Leute, wo du echt so denkst, was stimmt mit denen nicht? Schön vorgelegt, Rolle. Wie geil. Alter, ein Punching-Ball hier vom Feinsten her. Was geht hier? Ja, komm. Schön in mein Sunlight rein. Jawohl. So soll es sein, meine Gute.
Was machen die? Die machen gar nichts. Die schlagen ja nicht mal. Ich habe auch keine Ahnung. Ja, die wollen unbedingt in den Ring, das sehe ich hier aber. Are you having fun, Rosamante? Naus. Alter Schwede, die können heute Abend nur noch Suppe löffeln, da ist aber alles vorbei. Selbst mit dir, dann haben wir den Family rausgeklappt. Alter, aber ich treffe mit ihm nicht, ne? Ich treffe mit ihm nicht, Alter, das gibt's gar nicht. Aber wenn ich den Schildschlag machen will, hau ich daneben. Junge. Alter Schwede, Junge, das war denn da los mit denen? Die haben, ich glaube, also ich weiß nicht, ich habe vielleicht 2 Schläge abbekommen. Ja, die haben, ich habe das, die wollten, also ihr Ziel war primär erstmal in den Ring kommen, bevor die irgendwie zuschlagen. Sich nicht draußen festnageln lassen. Das habe ich schon gemerkt, dass sie das machen wollten, war ja an sich Herrschaft sinnvoll. Aber das Problem ist dadurch, ja, also unterwegs hätten sie schon mal zuschlagen müssen. Aber die wollten halt erstmal in den Ring und dann kämpfen und nicht draußen. Vielleicht wollten die festgenagelt werden. Aber du bist der Peter, du bei dir ja, ihr seid's. Also wer von euch Smash Legends bei uns angeguckt hat, und ich habe gesehen übrigens auch, es wurden auch andere Folgen noch mehr angeguckt, die sind gewohnt, hier ist die sind Flachwitze und Humor von der ganz, ganz unten vom Tisch, also ganz hinten im Bus. Also das müsst ihr gewohnt sein, ne? Wer gehofft hat, es wurde im 9. Jahr besser, es tut mir leid. Ja, wer gehofft hat, bei den Jahren, wo wir Kismet letztes gespielt haben, wird es besser. Oh, mei. Also kann ich euch versichern, wird es nicht. Es wird nur schlimmer. So, wer ist hier unten links? Hallo, holst du die Bombe? Ja, ich versuch's. Ich geh noch links oben. Sinji ist kacke. Ich geh direkt auf Punkt. Nein, verkackt. Ist. Tschüssi! Auf die haben so gleiche Taktik, erstmal in den Ring reingehen und dann kämpfen. Ja, aber ich weiß nicht, ob das immer so. Nee, ist sinnlos, was die machen. Absolut sinnlos. Ich fange so vorne ab. Was fick nochmal machen die? Nächste mir vor, Holle! Lass sie kommen! Hast du getroffen? Oh, ja. Was stimmt mit euch nicht? Na, wo ist jetzt? Oh, den habe ich aber sowas von versammelt. Also manchmal ist es wirklich so, als wenn das KI-Bots wären, ne? Ich weiß auch nicht, doch. Also, keine Ahnung, was hier los ist. Was stimmt also, dir nicht? Gerade Cindy mit ihrem Sprung hätte von außen viel eher zuspringen, also viel eher reinspringen müssen. Aber die wollten unbedingt in den Ring. Die sind bescheuert, wirklich. Beschwert euch doch nicht. Nee, ich bin froh. So kann es weitergehen. Gut. Also das ist ja das Interessante. Wir hatten, also wer unsere Smash Legends Karriere, sag ich mal, verfolgt hat, da gab es auch Folgen. Junge, da haben wir auf die Fresse gekriegt. Also da sind wir. Ja, das. Ja, Vergewaltigung ist doch kein Ausspruch mehr, ne? Da hast du eine halbe Stunde die Fresse poliert gekriegt. Und da warst du eigentlich froh, dass du aufhören konntest. Oh, Junge. Ich bin ja gespannt, wie er dann den neuen Modus findet. Mal sehen. Schauen wir mal. Das ist halt komplett anders als das, was wir jetzt machen. Weil du musst dort wirklich mehr mit die Bomben und Bälle agieren. Und wenn du da zu hektisch kämpfst, ist eigentlich schon vorbei. No. Ja, wie gesagt, das Karma wird uns noch einfangen in der Folge. Da könnt ihr drauf wetten. Da kommt nochmal so ein Clan und dann wird's wieder mies. Ja. Scheiße. Naja, schauen wir mal. So, wer ist unten? Speedy, holst du die Bombe? Gleich geradeaus durch. Kann ich probieren. Na, aber. Schwede, Horner, war das geil, wie du die da ausgeballert hast. Ja, schön vorgelegt, Speedy, danke. Hey, Pausen. Tschüssi. Also, also irgendwas, naja, keine Ahnung. Wir nehmen es einfach mal so an. Da macht er ein Special.
Schön, Holler, schön ausgedrückt. Kann auch draußen machen, den Special. Alter, wir safen aber ab, ey. Was ist denn da los? Alter, das ist echt kurios, ey. Ich weiß nicht, was die machen, ohne Scheiß. Also, die spielen ja so beschissen. Also, boah, spielen die Scheiße. Alter, das ist ja so easy. Alter, ist irgendwie komisch. Alter, ich find's ja cool, ne, aber... Ja. Aber ich würde sagen, machen wir erstmal für das die letzte Runde. War das jetzt erstmal? Können wir dann nochmal eine Aufnahme machen, schnell? Das war jetzt aber nur 10 Minuten. Das war jetzt nicht lang, ha? Ja, gut, aber du musst nochmal eine Runde ohne mich machen. Ach so! Du hast okay. Wohl Besuch. Ich muss mal kurz raus, ja. Ah, alles klar, dann, keine Ahnung, dann kannst du ja kurz rausgehen, wir machen noch eine ran, dann haben wir auch ungefähr vielleicht 12, 13 Minuten oder so. Ah, das ist wie im echten Leben, 13 Minuten lang vollkommen. Okay. Dann gucken wir mal. Viel Spaß. Bis gleich. Danke. Okay, dann machen wir mal du Deathmatch und gucken einfach mal rein und machen noch diese eine Runde ran. Da haben wir, haben wir eine schöne Länge, gucken wir mal, wie es da läuft. Die haben wir auch so. Oje, Smash Legends ist wieder da, ich merk's. Ach, hab ich doch gar nicht gespielt, ausgewählt. Na gut, dann probieren wir's einfach mal. Mal gucken, was passiert. Was müssen wir denn jetzt hier machen? Ich hab keine Ahnung. Außer die beiden vermöbeln. Ich denke, das ist generell schon mal eine gute Idee. Aber müssen wir uns vorkämpfen. Naja, gut, dann mach ich mal bitte von hinten und du machst vorn. Was stimmt mit den Spielern heute nicht? Was ist mit denen? Alter Schwede! Was ist denn los? Alter! Junge! Puh! Alter, da ist ja wieder... Ganz Körperrasur heute am Start, ja, also. Junge. Naja, machen wir noch eine Runde, weil die so schnell ging. Geht das los. Jetzt wissen wir ja, was wir machen müssen. Wir müssen das Ding einfach transportieren, okay? Schauen wir mal, ob es noch mal so läuft. Ja, der Affe, der ist neu, den habe ich noch gar nicht so als Gegner richtig oder ab und an gehabt, aber der ist relativ. Der hat eine relativ große Distanz, der Junge. Okay. So ein Affe. Affe mach ich. Du kannst ruhig vorne machen. Okay. Ich setz Sunlight. Jawohl, bleib drin stehen, genau. Ich bleib vorn. Ja, also. Naja, okay. Das nehmen wir einfach mal so mit. Nehmen wir so mit, ne? Vorbeilaufen. Eieieiei. Tja, meine lieben Freunde, was gibt's da noch so zu sagen? Das war ein. 100% gewonnen, oder? Ja, ich glaube. Ja. Kann man nicht meckern jetzt. Wie in der ersten Aufnahme. Wir sind überglücklich, da kann man mal nichts sagen. Hoffentlich hat's euch auch gefallen als Gameplay. Wie gesagt. Ne, dumme Sprüche, Witze, Flachwitze und so, das ist Standard bei uns. Zumindest in bei Smash Legends, da gehört das hin. Und ja, wie gesagt, wir hoffen, euch hat das gefallen. Wenn ja, lasst uns, wie gesagt, weiter wissen, ob ihr weiterhin Smash Legends sehen wollt. Ja, wir freuen uns, euch wieder begrüßen zu dürfen beim nächsten Rasur-Event. Bis dahin, ciao Leute. Tja, und passend zur Folge... Je mehr rasiert wird, desto größer wird der Erfolg. Ne? Denk mal drüber nach. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Tschüss!